Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich begrüße euch zum vierten Teil des Murradwegs. Wir haben es jetzt 8:45 und ja, wir sind auch schon wieder auf dem Radweg unterwegs. Haben die ersten 2,5 Kilometer für heute geschafft. Unser Ziel soll heute Murau sein. Ich bin gespannt, ob wir es bis dorthin schaffen. Das sind ca. 95 bis 100 Kilometer. Die ersten eher welligen 20 Kilometer haben wir geschafft. Es geht gerade eher ein bisschen flach hier vorwärts. Ja, ist gerade sehr angenehm zu fahren. Und der nächstgrößere ausgeschilderte Ort ist Judenburg. Und das sind noch gute 30 Kilometer. Es geht jetzt nun schon seit einigen Kilometern hier auf der Straße entlang, aber wirklich gut zu fahren, wenig Verkehr, ziemlich flach, aber von daher passt es gut. Wir haben schon 45 Kilometer geschafft und nach Judenburg sind es jetzt noch 5 Kilometer. Ja, dort werden wir erstmal ein bisschen was einkaufen fürs Mittagessen und dann ist wahrscheinlich auch die nächste, wenn wir Mittagspause machen. Wir haben hier gerade in Judenburg eingekauft und jetzt werden wir noch ein paar Kilometer fahren und dann werden wir erstmal Mittagspause machen. Wer sich fragt, ob es auf dem Murradweg Steigungen gibt, ja, es gibt sie. Und wir haben heute nach 60 Kilometern gute 600 Höhenmeter schon zusammen. Bin mal gespannt, wie viel heute noch zusammenkommen. Zeit für die Mittagspause. Frisch gestärkt nach der Mittagspause geht es weiter in Richtung Murnau und vor uns liegen jetzt noch 40 Kilometer bis wir dort sind. Das hat hier schon ein bisschen was von Modelleisenbahn. Ja, Berge, Tal, Fluss, Zug. Also fertig ist die Modelleisenbahn. Nach 100 Kilometern, knapp über 1000 Höhenmetern, sind wir auf dem Campingplatz angekommen. Das Profil war heute dann doch welliger als gedacht. Und ja, das war auch der vierte Teil des Murradwegs. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten
und hoffe, dass wir uns beim fünften Teil wiedersehen. Das Highlight des Tages. Für Sabrina waren es die vorbeilaufenden Kühe. Blende ich euch auch nochmal kurz ein. Und für mich war es der Abschnitt kurz nach Frauenwalde, als man direkt ja, an der Mur zwischen den Bahngleisen entlang gefahren ist. Das ist also ein bisschen was von Bahnlandschaft und auch das blende ich euch nochmal ein.